Peter Kaiser ist ja der Marketingchef der Bema Inter AG, die seit 2016 Hauptsponsor der DKB Riders Tour ist. Bema steht für physikalische Gefäßtherapie, für ganz umfangreiche Erfahrungen und Erfolge in der Humanmedizin. Aber seit dem vergangenen Jahr gibt es auch einen gewaltigen Input für das Thema Pferd, richtig? Richtig, also wir haben angefangen schon mit der Entwicklung im letzten Jahr für eine physikalische Gefäßtherapie für die Pferde, unser sogenanntes Veterinärgerät. Und haben ja im letzten Jahr die ersten Touren gemacht mit der DKB Riders Tour und haben das Produkt noch gar nicht gehabt, haben dann Produktlaunching gemacht und seit November letzten Jahres dieses Produkt jetzt zusammen mit der DKB Riders Tour auf dem Markt. Jetzt funktioniert es so, das haben wir gelernt im vergangenen Jahr. Es gibt den Input von Bema auf der einen Seite, aber es kommt auch unglaublich viel zurück. Da gibt es ein Stichwort, das hat jetzt, glaube ich, gerade stattgefunden, Innovationsworkshop. Was verbirgt sich dahinter? Ja, aus der Zusammenarbeit mit der DKB Riders Tour ist eine sehr, sehr enge Kooperation geworden. Und in dieser Kooperation machen wir jetzt zweimal im Jahr einen sogenannten Innovationsworkshop. Das heißt, Paul Schockemöhle und Paul Schockemöhle Marketing bringt Reiter, bringt Pfleger, bringt Tierärzte rein in dieses Innovationsteam. Und wir arbeiten in diesem Innovationsteam in drei Bereichen. Das ist einmal die Medizin, einmal das Produkt und einmal die Ausbildung. Und dann setzen wir uns 2-3 Tage zusammen und dann besprechen wir die Dinge und dann planen wir weitere Marketingmaßnahmen, weitere Vorgehensmaßnahmen rund um das Veterinärprodukt. Dieses Veterinärprodukt, Veterinary Line heißt es, ist auch ausgezeichnet worden. Also die Bema Inter AG hat schon mal 2013 einen Award gewonnen und jetzt gab es gleich für das neue Produkt noch einen? Ja, also da sind wir besonders stolz drauf. In 2017 haben wir wieder den Red Dot Design Preis gewonnen. Dieser Red Dot Design Preis ist wirklich ein sehr hoch angesehener Preis. Es kriegen große Automarken und große, wirklich weltweite große Firmen. Und wir haben ihn bekommen für das Design und die Funktionalität des Produktes. Und da sind wir besonders stolz drauf. Ja, das sind vor allen Dingen zwei wichtige Punkte. Es geht ja nicht nur um Aussehen, es geht tatsächlich auch um Funktionalität. Das ist eigentlich auch ein Stichwort für die letzte Frage. Nämlich, wie ist der Input von Seiten der Reiter? Also die nutzen es sowohl für sich selber, aber es wird natürlich auch für die Pferde genutzt. Kommt da viel zurück, viel Feedback? Ja, da kriegen wir wirklich sehr, sehr viel Feedback. Das merke ich persönlich auch immer auf diesen Veranstaltungen, wie jetzt hier auf dem Hamburger Derby, dass die Reiter mittlerweile auf mich zukommen und sagen, boah, wir haben so tolle Erfolge bei Fesselträgern, bei verschiedenen anderen Sachen. Wo wir große Erkenntnisse haben, ist beim Parasympathikus, dass die Pferde extrem ruhig werden, entspannter werden und so. Und da kommen wirklich viele, viele Sachen zurück und wir bauen jetzt gerade so ein Referenznetzwerk auf außenrum, wo viele Reiter drin sind und sie sich auch gerne einbringen. Ja, da sind wir sehr froh drum. Herr Kaiser, Sie kennen sich im Marketing aus, das ist Ihr zentraler Job. Ist das die ideale Kombination, dass wenn man sich bei einer Veranstaltung oder einer Serie, wie es die DKB Riders Tour ist, dann so engagiert, auch so viel zurückkommt, ist das der Idealfall eines Sponsorings? Würden Sie das so sehen? Also ich empfinde das als Idealfall, ja. Das ist immer so, man muss sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren, die man hat. Und wir haben ein Vertriebsnetz und wir wissen, wie Vertrieb und Marketing funktioniert. Und auf der anderen Seite brauchen wir einen Partner, der sich im Pferdebereich wirklich sehr, sehr gut auskennt, ja. Und wenn sich da zwei Leute zusammentun und jeder in seinem Kernbereich irgendwie die Sachen einbringt, dann kann das nur eine erfolgreiche Kombination werden. Und das ist das, was wir bis jetzt spüren, der Absatz der Geräte und auch die Wirkung europaweit und nicht nur in Deutschland, das ist eine hervorragende Kombination und da würden wir gerne dran festhalten. Und das möchte die DKB Riders Tour auch. Vielen Dank, Peter Kaiser. Danke. Vielmals, danke.